Hey, euer Docs wieder am Start mit einer neuen Folge und es geht heute um die Xbox Series S. Ich habe für euch eine neue Folge aufgenommen, die fängt auch gleich an, also alles, was in der Folge gesagt wird, entspricht der hundertprozentigen Wahrheit, also vom Leak zur offiziellen Ankündigung, denn bevor ich das Video gerade hochladen wollte, hat Microsoft die Xbox Series S offiziell bestätigt, also schaut euch das Video an, alle Infos im Video. Ganz wichtig, auch der Preis wurde bestätigt, nämlich ja, schauen wir mal ganz kurz. 299 Euro. Die haben in Klammern geschrieben, UVP bedeutet unverbindliche Preisempfehlung, ja. Bedeutet, der ein oder andere Händler könnte unter die 299 Euro gehen. Mehr Infos wird Microsoft demnächst verkünden, haben die versprochen. Und jetzt schaut euch das Video an, da kriegt ihr nochmal alle Infos. Hey, euer Doc ist wieder am Start mit einer neuen Folge und es gibt heute die Xbox Series S. Es gibt einen Leak, Video, Foto, Preis und der Preis der Xbox Series X. Microsoft teilte schon seit längerem mit, dass die in den Preiskampf eine Art PlayStation 5 Killer in den Ring schicken werden, wie nämlich durch einen Preiskampf. Die wollen einen Preiskampf, indem sie einfach den Preis drücken und hier auf jeden Fall unter der PlayStation 5 sein wollen. Aber so wie es ausschaut, nicht nur unter der normalen PlayStation 5, sondern auch unter der PlayStation 5 All Digital. Und jetzt gibt es einen Leak, denn aus einem Trailer haben wir einen Trailer und ein Foto. Wir gucken uns mal kurz den Trailer an. Wir sehen hier die Xbox Series S und diese hat das typische Konsolendesign, dieses typische Xbox One S Design. Die Konsole ist weiß, sie hat einen großen schwarzen Lüfterbereich, also das Schutzgitter für den Lüfter. Und von der Größe her ist diese wirklich viel schmaler. Was man noch zusätzlich im Vergleich sieht, ist, dass die Xbox Series S wesentlich kleiner ist als die Xbox One S. Man sieht vorne auch ein paar Anschlüsse, zumindest den USB-Anschluss und den normalen Controller, den wir ja in den letzten Folgen immer wieder mal gesehen haben. Die Konsole selbst wird ohne Laufwerk kommen, also das ist eine digitale Konsole, das heißt, du wirst nur online Download über deine Mitgliedschaft, Streaming und so weiter die Konsole nutzen können. Was in diesem Leak jetzt nicht gezeigt wurde, aber wir bereits vorher in Erfahrung gebracht haben, dass hier die Hardware viel abgespeckter sein wird wie die Series X. Dennoch aber von der neuen Architektur, von der neuen Hardware stärker, auch wenn es auf dem Papier jetzt so im Großen und Ganzen auf den ersten Blick ausschaut, wie schwächer wie eine Xbox One X, doch dann durch die neue Technik, durch den neuen Sprung in die neue Technik dennoch stärker. Aber das werden wir dann sehen, das ist ja alles noch Papier. Zum Schluss müssen wir gucken, okay, merken wir überhaupt einen Unterschied, wenn wir das Ding anschließen im Vergleich zu den anderen Konsolen, zu den vorherigen Konsolen oder nicht. Das sehen wir dann hier bei mir in der Praxis, im Labor, deswegen jetzt ein Abo da lassen, um da dabei zu sein, ein Gamer-Syndrom zu lindern und natürlich den gesamten Konsolentest und Vergleich in den nächsten Monaten und Jahren nicht zu verpassen und dran zu bleiben. $299 soll die Konsole kosten und ist für eine neue Konsolengeneration natürlich ohne Laufwerk, aber auch dieses Thema haben wir schon, Laufwerk, ohne Laufwerk, da spalten sich auch die Meinungen und die Erfahrungen. Das ist ein guter Preis, 299. Mal schauen, wie viel das Ganze dann zum Schluss bei uns kosten wird. Aber Windows Central hat sich zu Wort gemeldet und teilte zudem auch mit, dass der Release der 10. November beider Konsolen sein wird. Also die Xbox Series S und die Xbox Series X, $299. Und jetzt kommt's, $499 für die Xbox Series X. Meiner Meinung nach ein guter Preis. Wie gesagt, das sind jetzt Leaks. Microsoft hält sich bedeckt. Dennoch konnten die letzten Leaks zur Xbox zu 99% immer bestätigt werden, bis auf ein paar Leaks von einem halben Jahr, die bis heute leider noch nicht bestätigt wurden, was aber auch passieren kann. Schreib mir deine Meinung zum Preis, wenn es der Preis sein wird. Was hältst du vom Leak? Was hältst du von den 299, 499? Daumen nach oben und wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Doc.